Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute ein besonderer Tag, denn es ist endlich soweit. Das Duell der Giganten ist online. Es heißt sogar wirklich so, das Duell der Giganten, Freunde. Pietro gegen Knossi. Ich muss sagen, hab mich drauf gefreut, ja. Legendärer Livestream gewesen von Knossi am gestrigen Tage bei der 2 Millionen Abonnenten Party von Sascha. Ich glaube, 2 Tage vorher auch ein geiler Knossi IRL-Stream. Und, die letzten Tage waren einfach echt voll mit Entertainment. Ich war gehypt auf dieses Video und ich würde sagen, Freunde, wir schauen zusammen direkt rein. Ich hoffe, ihr habt schon gesehen. Wenn nicht, originale Link in der Beschreibung. Erstmal Sascha vorbeischauen, ja. Gönnt dem Jungen. Und falls ihr neu seid, Freunde, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Checkt oben die anderen Reactions auf die Unsympathisch-TV-Videos ab. Und dann sind wir jetzt ready, hier reinzuschauen. Duell der Giganten. Ich denke mal, es wird Umschreiben sein, ja. Das wäre das einzige Format, denke ich. Umschreiben oder ein anderes Wort für, ja. Ey, boah, ich bin echt gespannt, Freunde. Puma heute, Pietro und ich, abgestimmt. Let's go, Leute, ich bin gespannt. Sehr intelligent, Alter. Heute ist es soweit, heute kommt das Duell, Alter, der Giganten. Heute drehen wir umschreiben gegen. Ey, warum keine epischen Chöre? Warum nicht irgendwelche Frauen, die uns Wind zufächern? Episch muss es sein. Da muss was singen, da muss was passieren. Knossi ist einfach so ein Mann für sich selber, Mann. Er kommt irgendwo rein und er übernimmt. Er übernimmt so. Er übernimmt direkt. Man kann es nicht anders sagen. Drum grüß ich dich, mein Vaterland, Vaterland, du edle Berg in Deutschland, Deutschland, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, mein Vaterland, die Sau. Ey, die beiden, Mann, der arme Sascha, Mann. Jungs, ihr wisst, wie Umschreiben geht. Ein kurzes Beispiel. Samstags 15:30 Uhr. Ich suche das Wort Fußballspiel. Pietro sagt Bundesliga. Stimmt prinzipiell. Fußballspiel ist aber das Wort, was ich suche. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, erster Begriff. Alter. Pietro gegen Jens. Let's go. Sitzt Sascha einfach in der Mitte? Oder was? Ich schaff es nicht. Also, das ist ein Glücksspiel. Riesenrittel, Bücher, Casino, Casino, Roulette, Jack. Oh mein Gott, Alter. Was haben wir hier? Okay, okay. Poker, FIFA, Packs Opening! Was willst du noch? Und da hat man 49 Zahlen. Lotto, Lotto! Bingo! Oha! Hä? Ich hab nicht pausiert, Freunde. Das Video wurde Bingo, pausiert. Bingo, hä? Ich check gar nichts mehr, Mann. Ich hab Knossi noch nie sowas machen sehen. Ich dachte immer, der arme Jens, der ist schon ein bisschen alt, so, ich möchte ihn hier nicht disrespekten, aber der Typ ist gelenkig dafür. Er ist gelenkig wie ein junger Gott. Oh, Lotto! Schaut ihn euch an. Warte, stopp! Achso, warte, stopp, hat er gesagt, okay. Bingo, Lotto. Bingo ist das Lotto für ältere Menschen. Das gibt eine Anzeige. Okay. Ich habe früher Bingo gespielt, als 11, 12, 13-Jähriger. Mein Vater hat mir manchmal Bingo-Lose mitgebracht. Ich habe die Sendung geguckt und Bingo gespielt. Nie was gewonnen. Okay, Jungs, das ist ein Ort, da chillt man meistens abends mit seinen Freunden. Shisha-Bar. Shisha-Bar! Ja! Ich wollte Shisha-Bar! Ja, Knossi. Simon! Was soll ich machen? Leute, anderthalb Stunden, dann ist es umgeklickt. Ich bin gespannt auf die Reaction von Simon, Alter. Keine Ahnung. Das ist ein Tier und es ist gefährlich. Kann Löwe! Löwe! Krokodil! Was? Hund! Pitbull! Gefährlich! Tiger! Tiger! Der scheiß Tiger! Ey, die armen Nachbarn von diesem, wo auch immer die gerade sind, Alter. Oh mein Gott. Doch locker eine Tonne. Locker. Geh das ist eine Stadt, die ist sehr bekannt. Berlin, Paris! Sehr bekannt. Las Vegas! Ja! Oh. Da bin ich zu Hause! Da bin ich zu Hause! Das ist ein Ort. Ey, 4-1 für Knossi bis jetzt. 4-1 für Knossi. Ich glaube wirklich, Knossi könnte das Ding reißen. Berlin! Stuttgart! An dem bildet man sich fort. Was? Schule! Universität! Universität! Ich bin noch nie auf der Uni gewesen, aber ich weiß es, Alter! Wenn abends ein Fußballspiel ist, muss beleuchtet werden. Scheinwerfer! Flutlichtanlage, Freunde. Flutlichtanlage. Flutlicht! Nein! Nico! Lass uns Münze schmeißen. Okay. Ich nehm Zahl. Zahl! Es war Zahl! Es hat dein Schloss gesehen! Er ist so gemein! Wie kann man so sein? Jungs, man kann reden, aber man kann auch... Schreien!
Ey, das Video ist echt Ruhepuls auf 250 gerade, Freunde. Aber ich genieße es. Ich genieße es, muss ich sagen. Ich genieße es. Ja, ja, ich bin die Nummer 1. Bist du zu leise, bin ich zu laut, bist du zu schwach. Ganz ruhig. Da bin ich zu Hause. Okay, das hat die Kamera, das hat das Handy. Negativ! Nein, nein. Linke Kamera! Ey, es ist echt krass laut gerade einfach. Was? Tastatur! Akku! Was willst du bitte? Akku! Akku! Akku, Mann! Ich hab's doch... Wie steht's? Wie steht's? Wir brauchen ein Scoreboard. Scoreboard, ich glaube 5 zu 3 oder 5 zu 2. Fünfmal gesagt, hör doch direkt hin! Wieso bringst du mich zum Schwitzen, Alter? Warte mal. Okay. So ziemlich jeder... Hä? Ich dachte, es kommt noch irgendwas, okay. So far, so good, Alter. Du schwitzen, Alter. Warte mal. Och man, ich liebe Knossi, schaut ihr euch an. Okay. So ziemlich jeder von uns wird damit jeden Tag so konfrontiert. Man hört es im Auto. Nachrichten, Radio! Musik! Ja! Das war schon die Musik! Señorita! Ey, übrigens, Freunde, kurze Story, Mini-Story. Die haben diesen Livestream gemacht, vor 3 Tagen, wo die alle, ich glaube, das ist dieses Marketing-Agentur, wo die in so einem Studio waren oder so. Und haben die so eine 9-Live-Dings gemacht, so 9-Live-Anruf-Show, haben so nach Tieren gefragt und whatever. Und ich habe angerufen und ich bin durchgekommen und die Frage war, wie viele Einheiten hat Pietro mit Señorita verkauft? Ich habe gesagt 400.000, es waren am Ende über Millionen oder so, Bruder. Auf jeden Fall, ich war ganz kurz zu hören und habe mit Sascha geredet, Digga, war ein cooler Moment. Ja! Und ich fahre auch mit der Jetski. Ich suche eine Süßigkeit. Was? Vor allem bei Süßigkeit ist das Letzte, was ich denke, so Lakritz. Hä, Knossi auch voll überrascht. Knossi direkt beste Freunde, wie Monte sagen würde, verliebt an dieser Stelle. Ja. Und ich fahre auch mit der Jetski. Ich suche eine Süßigkeit. Lakritz! Hä? Wie können wir das gleich? Chips! Da gab es immer eine längliche Stange mit verschiedenen Sorten drin. Was? Brausestäbchen! Was? Es war immer eine Stange, so, so ein Kaubonbon-mäßig. Was? Hä? Mauer! Ja! Mauer! Oh ja, ist das gar nicht geil! Hab ich einen roten Kopf? Bruder, see no difference bei einer Tomate jetzt. Aber can't relate, Bruder. Me too, Bruder. Ich werde auch immer so schnell rot, wenn ich lache. Das ist weird. Das ist richtig schnell gehen, okay? Richtig, richtig schnell. Katja Krasavice ist eine... Schnell! Beide aber. Beide, Bruder. Aufpassen, ja? Jetzt muss es richtig schnell gehen, okay? Richtig, richtig schnell. Katja Krasavice ist eine... Schnell! YouTuberin! Erotikmodel! Ich weiß nicht, ist es das? Sexy! Nee. Chillt mal, Angela Merkel ist es auch. Politikerin! Frau. Frau. Frau, Frau, Frau! Eine Frau! Das ist eine Frau! Ich sag Politikerin! Ich bin eigentlich sehr intelligent. Wenn Pietro sich sehr anstrengt und versucht, zu schlau zu klingen, weil ich liebe ihn. Aber was war dieses... Was war von beiden auch? Was war das für ein Ding? Hey, wir machen Spaß. Ey, nein. Komm, wir machen Sextape. Wir kennen die Texte, sing. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Wir sind Fans. Ja. Das ist meistens Samstag 15:30 Uhr. Fußball Bundesliga! Wie heißt das Wort? Meistens Samstag 15:30 Uhr. Sky Fußball Bundesliga! Das ist mein Beispiel immer. Die Sabber bei Knossi am Mund wieder, Digga. Fußball! Spiel! Ja! 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 Wichtig, Simon, merkst du das? Wenn ich will, kann ich! Sascha, hör mir zu! Konzentrier dich beim Reden! In gefährlichen Situationen kann es ein Lebensretter sein. Schrecken, Hilfe! Testosteron, oder? ADHS, ADHS, ADHS! Nein. Was jetzt wirklich 6-6? Ich glaube, es könnte wirklich 6-6 gewesen sein, tatsächlich. Du bist so stark wie nie. Leute, das war's von Umschreiben, das Duell der Giganten. Knossi gegen Pietro. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr eine Fortsetzung davon haben wollt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenloser Ehrenbruder-Basis ein Abonnement da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wenn es heißt, lasst mich in Ruhe, ich will es nicht mehr spielen. Baby, tschüss. Ey, 3 von den sympathischsten YouTube-Gesichtern auf YouTube Deutschland, Alter. Real Talk. Gerade Knossi übernimmt alles.
zack, zack, Sascha sowieso und Pietro ist so sympathisch geworden durch die Videos von Sascha und die Streams mit Knossi in letzter Zeit. Real Talk, Freunde. Gut, kleines, großes Mini-Fazit, das war's vom Video, ja. Ich muss sagen, es war ein würdiges Finale. Ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil. Es war seit langem so mal wieder, was heißt seit langem, aber die Videos von Sascha sind immer unterhaltsam, aber das war jetzt seit längerer Zeit das Unterhaltsamste, wo ich auch am meisten lachen musste irgendwie, was ich am meisten gefühlt habe, so, ja. Schreibt mir eure Meinung gerne rein, Freunde, und irgendwann, ich sage es euch, irgendwann, Freunde, bin ich auf dieser Couch und werde alle fertig machen, Alter, ja. Lasst ein Like da, Freunde, schreibt einen schönen Kommentar. Aber jedenfalls, was ich getan haben sollte, dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Habt einen schönen Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich, und ciao.